Hallo, wir sind's mal wieder. Wir vom. Wir kochen was. Und wir haben heute vor, euch Pak Choi mit Hühnchen zu kochen. Das ist ja ein Gemüse, was momentan sehr aktuell ist, was verhältnismäßig einfach zu bearbeiten ist. Und ja, schaut euch unser Video an. Ich hoffe, das ist eine tolle Anregung für euch und ihr habt eventuell Lust, das Ganze nachzukochen. Dann bis gleich. And all I feel is blue. Wir haben ein bisschen was für unser Hähnchen mit Pak Choi vorbereitet. Das heißt wir, meine Frau. Die hat da hinten das Hähnchen mit Huisin-Sauce schon mal eine Runde mariniert. Dann hast du hier vorne, was hast du hier vorne liegen? Roter Zwiebel und Knoblauch, Ingwer und Sesam. Okay, da hinten ist ein bisschen Chili, wenn ich das richtig sehe. Genau. Und hier hast du den Pak Choi schon mal klein gemacht. Ich habe hier noch einen anderen, der ist noch nicht fertig. Wartet mal, ich muss mal eben umgreifen mit der Kamera. So sieht er ja aus, wenn man den gekauft hat. Was hast du damit gemacht? Gewaschen und dann? Ich habe gewaschen und dann klein geschnitten. Ach so, okay. Und hier hast du das halt jetzt getrennt. Du hast diesen weißen Anteil und den Blätteranteil getrennt. Okay. Dann haben wir da hinten noch ein bisschen Salz, ein bisschen Öl, Ketchup, Huisin-Sauce, Pfeffer. Ja, und dann fangen wir mal an jetzt zu kochen. So, jetzt haben wir den Herd angemacht und dann braten wir jetzt als erstes das Hähnchen an. Ja. Okay. Das hast du klein geschnitten und mit Huisin-Sauce und noch irgendwas anderem? Nee, nur Nein, damit so erstmal. Okay. genau. Ich brate jetzt ein bisschen braun und dann kommen die rote Zwiebel dazu. Knoblauch und Ingwer. Okay, das muss ich jetzt mal ein bisschen andünsten. Genau. Und jetzt mache ich 2 Löffel Ketchup. Ist das Ketchup Manis? Ja, das ist Ketchup Manis. Ach so, okay. Jetzt entsteht ja auch schon ein bisschen die Soße. Das sieht ja schon richtig genial aus. Klasse. Und jetzt Paparoni. Ist das eine scharfe Peperoni oder ist das eher mild? Nee, das ist nicht scharf. Okay. So, jetzt ist das alles ein bisschen angebraten und wir haben da auch das Ketchup Manis drin und dann kommt jetzt als nächstes da das etwas widerwärtige Pak Choi rein. Machst du das Blätterwerk auch gleich oder machst du das nacheinander? Mach einander. Okay. Und? Oh, lecker. Süß. Süß ist das, nicht scharf. Nee. Okay. Jetzt Pfeffer. Und der Standardpfeffer. Ein bisschen Salz. Ein bisschen Salz. Ein bisschen Wasser. Ein bisschen Wasser, Ein okay. bisschen Wasser, ne?
kommt es drauf. Okay. So. Und die dann auch nicht so lange, oder? Ne, braucht nur einfach kurz. Da muss jetzt richtig schön aus, ne? Das sieht jetzt schön aus, ja. So. Jetzt sind wir fertig. Okay, dann wollen wir mal anrichten. Ja. So, jetzt mache ich das Reis mit roter Zwiebel. Reis mit roter Zwiebel? Ja, geröstete roter Zwiebel. Lecker. Und jetzt kommt schön das Pak Choi oben drauf. Ich hab gekleckert. Ja, macht nichts, passiert ja mal. Das sieht so toll aus. Und eine mega Soße ist da drin. Richtig lecker. Ja, toll. Wir haben fertig. Sieht das nicht einfach nur lecker aus? Ich finde, das sieht super lecker aus. Ich habe ja jetzt zwischendurch schon probiert und kann nur sagen, schmeckt super, super gut. Wenn euch das gefallen hat, lasst uns einen Daumen da, schreibt uns Kommentare und abonniert uns. Ja, und damit verbleiben wir. Euer Team von Wir kochen was. Und tschüss.